Spiele-Podcast. www.spiele-podcast.de. In Zusammenarbeit mit dem Magazin Gelegenheitsspieler. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Spiele-Podcast im Internet zu finden auf spiele-podcast.de. Wir sehen bei Michaela noch die Reste von frisch gebackenen Waffeln, die ja mit dem Spiel, das wir heute besprechen... Hätte auch gar keiner gewusst, wo ich gesessen hätte, wo der Teller steht. Ja, das weiß man doch natürlich. Aus dieser Dolby Surround-Aufnahme weiß man dann natürlich genau, aus welcher Richtung deine Stimme kommt. Und wir sind ja heute beim dritten Teil dessen, dass wir ja die Empfehlung bzw. die Nominierungen zum Spiel des Jahres hier vorstellen. Und zwar tun das der Henry, der Christian, die Michaela und das Blümchen. So tun wir. Wir haben ja schon Augustus angefangen, die Älteren erinnern sich. Dann kam die Hanabi. Die Älteren, die Jüngeren erinnern sich nicht? Naja, kommt drauf an. Wenn du gerade in den letzten Tagen geboren wurdest, hast du es vielleicht noch nicht gehört. Okay. Ja, egal. Henry meint es, weil es schon so lange her ist, dass wir das rezensiert haben. Und deswegen sagt er die Älteren. Ja. Okay. Keine Beleidigung an die Zuschauer, ihr seid alle jung. Natürlich. Zumindest, weil ihr spielt oder sie spielen, sind sie alle und seid ihr alle jung. Geblieben. Aber sowas von. Und zwar ziemlich fix, Quicks. Heute geht es um Quicks. Das dritte nominierte Spiel, ähnlich klein. Aber Hanabi ist von der Größe der Pachtel noch kleiner. Suchst du aber Augustus auch nochmal rein. Ja, Augustus so unfair, ne? Machen wir gleich am Ende, wenn wir nochmal bewerten, was wir jetzt am besten finden. Quicks ist sozusagen, finde ich, trotzdem von den Regeln wahrscheinlich das Einfachste, um das es geht. Wir haben in der Packung nämlich nur einen Wertungsblock. Da können wir uns dann entsprechend drauf verewigen. Und entsprechend 3 6 Würfel. 3 6. 3 und 3 macht 6 Würfel, die in dieser schönen Schachtel sind. Du möchtest doch immer so gerne die Randdaten erwähnen. Dann erzähl sie doch mal. Ja, es ist ein Spiel für 2 bis 5 Spieler, circa 15 Minuten Spielzeit und ab 8 Jahre. Richtig. Und der Preis, Henry? Um die 7, 8 Euro, also 7,90 Euro habe ich dafür ausgegeben. Nicht 98? Nee, weiß ich glaube 97. Aber Hanabi ja 8 Cent teurer. Je nachdem, vielleicht kriegen wir nochmal ein Angebot für 7,50 Euro oder sowas. Man weiß es nicht. Man steckt nicht drin. In dieser Schachtel, wie gesagt, haben wir schon alles gezeigt. Achso, eine Anleitung war noch drin. Das ist nur so ein kleines Faltblättchen, zweiseitig bedruckt. Da merkt man schon an Regeln nicht viel. Und das Erste, was einem ja dann in den Kopf schießt, wenn man das so sieht, auf diesem Wertungsbogen, hat das vielleicht irgendwas mit Yahtzee zu tun? Also, es sind ja Würfel im Spiel und es ist ein Wertungsbogen im Spiel. Das also ist ja zusammen mit Yahtzee. Muss man sagen, es ist wie Yahtzee. Aber um die Älteren wissen vielleicht mehr mit Kniffel anzufangen als mit Yahtzee. Stimmt auch, genau. Worum geht's denn, Michaela? Ja, es geht darum, wie fast in jedem Spiel Punkte zu machen. Und wir haben in diesem Spiel 4 farbige Würfel und 2 weiße Würfel. Und wir haben einen Wertungsblock, auf dem diese 4 Farben der 4 farbigen Würfel drauf sind. Und dann geht es darum, dass wir reihum würfeln. Und der aktive Spieler, der hat halt den kleinen Vorteil, dass er neben den weißen Würfeln auch noch eine Kombination aus den bunten Würfeln wählen kann. Genau. Und das ist das ganze Spielprinzip. Genau. Also naja, du musst doch sagen, dass man es abschlagen muss. Ja, stimmt, man streicht es noch ab. Genau, wir haben ja den Block, das heißt, es wird gewürfelt. Dann guckt der aktive Spieler, will ich erstmal die weißen Würfel, das Ergebnis der weißen Würfel nutzen, darf das in irgendeiner Zeile abstreichen. Für alle anderen am Tisch beteiligten Spieler gilt nur das Ergebnis der weißen Würfel. Die dürfen sich dann auch entscheiden, ob sie dieses Ergebnis abkreuzen wollen oder nicht. Sie müssen es also nicht tun. Und dann hat der aktive Spieler noch die zweite Möglichkeit, mit diesen weißen Würfeln noch eine Kombination mit den bunten Würfeln zu bilden. Und zwar ein weißer Würfel mit einem bunten Würfel und das dann nochmal abzukreuzen. Das heißt, der aktive Spieler kann 2 Kreuze setzen, die nicht aktiven Spieler könnten nur ein Kreuz setzen. Und der Gag an der ganzen Geschichte ist, das wäre ja, wenn man das jetzt so sagt, ein reines Glücksspiel, sondern der Gag an der Geschichte ist, und da kommt ein bisschen Taktik zumindest damit das hinein. Das ist auch wieder fast Bingo, was wir schon ja, gespielt haben. Ja, genau. Nämlich, darf ich, wenn ich mich in einer Reihe für eine Zahl entschieden habe, nicht mehr links davon kreuzen. Das heißt also, wenn ich jetzt hier in dieser roten Zeile zum Beispiel die 6 ankreuze, sind für mich ab jetzt die 2, 3, 4 und die 5 tabu. Die kann ich in dieser Reihe nie nicht wieder während dieses Spiels ankreuzen. Und ich kann immer nur nach rechts gehen. Wir haben 2 nämlich aufsteigende Reihen und 2 absteigende. Genau. Deswegen muss ich immer denken, nehme ich jetzt die, meistens kommen ja immer so gerne mal so eine 5, 6 oder eine 7. Damit ist man irgendwie in der Mitte. Dann hat man aber sich schon mal die Hälfte des Spielplans in dieser Reihe zumindest verbaut. Genau. Oder mache ich dann so, dass ich erstmal, lass mal laufen und mal gucken, was noch Besseres kommt. Dann hat man jedenfalls ein Kreuz verloren. Also das ist immer so ein gewisses Hin und Her. Und das Interessante an der ganzen Geschichte ist, wenn ich am Ende die letzte Zahl würfele, also entweder bei 2 Reihen die 12 oder bei 2 anderen Reihen die 2, also ein 2er, 1er Pasch oder ein 6er Pasch, dann
bekomme ich zwar noch ein Kreuz dazu, aber ich darf das überhaupt nur machen, wenn ich vorher schon 5 Kreuze gemacht habe. Wenn das nicht ist, dann nutzt mir das gar nichts. In der gleichen Reihe, wo genau. Gesagt, ne? Und das Spannende ist, dann fällt nämlich der Würfel aus dieser Reihe komplett weg, und zwar für alle. Genau, wenn einer die Roten zum Beispiel voll macht mit der 12, dann kann kein anderer mehr bei den Roten Kreuz setzen. Genau, und Punkte gibt es dann, sagen wir, hier unten auch stehen. Auf dem Block steht das drauf, je nachdem, wie viel Kreuz man in einer Reihe gesetzt hat. So viele Punkte bekommt man auch zum Beispiel bei 1 Kreuz nur 1 Punkt, bei 5 Kreuzen dann schon 15 Punkte und bei 12 Kreuzen in einer Reihe würde man 78 Punkte bekommen. Genau, es wird immer wertvoller. Genau. Also 1 Kreuz ist sehr wenig wert, 2 sind da schon ein bisschen mehr wert, 3 sind schon richtig. Also das nimmt dann zu. Also 1 Kreuz kann nachher schon sehr, sehr viele Punkte plötzlich bedeuten. Und damit also ist das durchaus lukrativ, sich vielleicht auf bestimmte Reihen zu konzentrieren. Ich weiß es nicht. Also ich habe auch noch nicht die perfekte Kombination gefunden. Und dann gibt es noch ein Feld Fehlwürfe. Mhm. Wenn ich also als aktiver Spieler, also der gewürfelt hat, weder mit den Weißen noch mit der Kombination irgendwas anfangen kann und auch nicht will, dann kommt ein Fehlwurf rein. Das heißt minus 5 Punkte. Genau. Das Spiel endet übrigens, sobald entweder einer vier Fehlwürfe gemacht hat oder aber der zweite Würfel aus dem Spiel geht. Also die zweite Reihe von irgendeinem fertig gemacht wurde. Und dann wird nochmal die Punkte durchgezählt und am Ende gewinnt wer? Das Blümchen. Unterschiedlich. Ah, das Blümchen. Wie praktisch. Das ist alles. So ja, okay, das zweite Mal habe ich nicht mitgespielt, ne Christian? Da habe ich gewonnen. Ja, das stimmt. Da hast du ja die schönen, formschönen und auch sehr leckeren Waffeln gemacht. So, also das ist ja alles. Schon, es ist schon taktisch, ne? Also weil der Multiplikator steigt ja pro Kreuz um 0,5. Das muss man natürlich schon wissen. Und sehen, das hast ne? du so schnell mal durchgerechnet? Ja. Cool. Schon vorhin beim Spiel. Ja, sehr schön. Damit also warst du uns ja geistig überlegen gerade ja, bei der Partie. Hat sich auch ausgezahlt, ja. Um einen Punkt. Das Spiel wurde übrigens entwickelt von Steffen Bendorf und... ist erschienen im NSV-Verlag. Genau. NSV. Genau, NSV, Nürnberger Spielkartenverlag GmbH. So ist es dort verschrieben. Und man soll es bitte nicht 0- bis 3-jährigen Kindern in die Hand geben, die essen alles auf. Toll, die Würfel. Diese Blöcke übrigens kann man nachkaufen, weil man braucht ja wirklich pro Spieler immer ein Blatt davon. Das kann man auch nie wiederverwenden. Das bedeutet, es ist irgendwann endlich. Aber ich habe, glaube ich, gesehen, so ein 5er-Pack von diesen Blöcken kostet 8 Euro. Also das ist relativ zügig dann oder relativ günstig, die dann wieder nachzukaufen. Mhm. Da kann man also durchaus, jetzt muss man nicht zu viel Rücksicht nehmen und jetzt noch die Rückseite beschreiben oder sowas und dann versuchen, hier irgendwie durchzugucken oder so. Das geht. Ja. Also man merkt, eins der wahrscheinlich simpelsten Spiele des Jahres, Kandidaten der letzten Jahre, an die ich mich erinnern kann. Richtig. Damit kommen wir doch erstmal, bevor wir dann gleich zu der Frage kommen, was ist denn jetzt das echte Spiel des Jahres von diesen dreien, zu der entsprechenden Wertung. Und jetzt dann fange ich heute mal an. Ich habe das Gefühl, irgendwie du hast... Das ist ja Tradition entsprechend. Ich wollte gerade sagen, das ist doch eine schöne Reihe für die Spiele. Ja, genau. Ladies first, genau. Heute genau. Mal die Michaela. Wir nehmen aber die Zeit. Währenddessen können wir dann die restlichen Waffeln lassen. Kann ich nicht verteilen. Okay. Also... Es ist wieder ein sehr einfaches Spiel, auch leicht erlernbar, auf jeden Fall gelegenheitsspielertauglich und auch familientauglich. Ich würde da eine Unterscheidung machen. Für mich wäre das eher so ein Spiel, was ich mit in Urlaub nehmen würde. Also als Reisespiel würde ich das in die 7 bis 8 gerne wieder einsortieren und würde dem Spiel ein Gut geben, weil es ist erstmal sehr klein, es sind nur Würfel dabei und ein Block und dafür würde ich das Spiel wirklich für gut befinden. Für zu Hause wäre das eher für mich ein Spiel, 5 bis 6 kann man mal rausholen und das wäre für mich dann schon besser als der Durchschnitt, eine 6. Also es wäre für mich kein Spiel, was ich unbedingt abends rausholen müsste, was man aufgrund der Kürze der Spielzeit mal rausholen kann. Aber es wäre für mich eher ein Spiel, was ich mit in Urlaub nehmen würde, was ich nicht unbedingt zu Hause spielen würde. Es ist natürlich ein sehr glückslastiges Spiel aufgrund der Würfel, ganz klar. Man muss... Man sieht es nicht, aber das Blümchen schüttelt den Kopf. Element mit dem Kopf. Ja, ist klar. Blümchen spielt das taktisch. Also klar, man muss natürlich immer gucken, was kreuzt man ab. Und die Entscheidung, kreuze ich jetzt das ab oder kreuze ich was nicht ab, ist manchmal auch ein bisschen schwierig. Wenn man zu lange wartet, dann kann eine Reihe dicht sein. Ja, ist halt, die Entscheidung muss man natürlich treffen, ist mit dabei. Aber es ist natürlich ein super glückslastiges Spiel. Und für mich, wie gesagt, ist es eher ein Urlaubsspiel als ein Spiel, was ich zu Hause unbedingt spielen würde. Mhm. Punkt. Hast du schon eine Wertung abgegeben? Ja. Hast du nicht zugehört? Zwei, oder? Zwei. Zwei Wertungen. Die können wir dann zusammenrechnen und dann den Durchschnitt bilden. Genau. Ich sehe das ein bisschen anders als Michaela. Mich zieht diese Spiele sehr in Bann und ich bin auch der Meinung, ich hole es zu Hause sehr gerne raus. Wir haben es auch schon häufig zu zweit gespielt und es ist immer so, wenn man eine Partie beendet hat, will man eigentlich gleich nochmal. Diesmal mache ich es aber besser, diesmal bin ich ein bisschen geschickter. Ja, also deswegen... Für mich ist es auf jeden Fall ein Kandidat für gerne wieder und ich habe es auch schon häufig gespielt und
Aber es hat auch diesen Vorteil, dass man es gut auf Reisen mitnehmen kann. Ja, ich schwanke noch so ein bisschen zwischen, weil es halt... Aber eigentlich, warum muss man nur, weil es einfach ist, ihm keine gute Note geben? Ich meine, es ist nichts großartig Innovatives, aber es macht mir einfach Spaß und ich spiele es immer wieder gerne. Also deswegen ist es für mich ein sehr gutes Spiel, was ich vielen Leuten ans Herz legen könnte. Klar, für die Mehrspieler oder für die jetzt irgendwie ganz tiefe Erwartungen von diesem Spiel darf man nicht. Aber für so ein Würfelspiel finde ich es extrem gut. Ich dachte, das ist ein Taktikerspiel. Ich glaube, das hat sie nicht ganz ernst gemeint. Aber man muss natürlich auch sagen, verglichen mit Kniffen, man hat etwas zu tun, wenn der andere würfelt. Ist das natürlich sehr, sehr nett, weil du kannst halt immer mindestens einen Würfelwurf nutzen und hast dann auch wieder die taktische Möglichkeit, gehe ich jetzt auf Risiko oder nicht. Von daher ist es schon ganz interessant. Aber natürlich kommt es vielleicht noch nicht dran an Vegas. Ich weiß zwar nicht, was ich im neuen Punktesystem für Vegas vergeben hätte, wenn man es mit dem Würfelspiel des letzten Jahres vergleicht. Deswegen, man muss ja auch ein bisschen abschätzen zu anderen Spielen. Ich wanke zwischen gut und sehr gut, aber auf jeden Fall ein Spiel, was man gerne wieder rausholt. Sehr schön. Bei mir gehe ich sogar noch einen Tick höher. Und zwar ist das ein Spiel, ich gehe wirklich losgelöst von der Frage, ist es jetzt klein oder nicht? Henry nachher das Spiel des Jahres. Ja, was, also ein Spiel, das definitiv für mich nicht eins ist, wo man jetzt auf die Größe kommt es an, sich fragt, sondern die Frage, die ich mir danach stelle, wie oft oder habe ich gleich wieder Lust, es nochmal zu spielen? Und gleich nach der ersten Partie war dieser Effekt sehr groß da und er ist jetzt auch, nachdem wir, was weiß ich, wie viele Partien schon gespielt haben, immer noch sehr, sehr groß da. Hier steht übrigens, hier bist du dran, immer. So ist übrigens der Untertitel des Spiels, sehe ich gerade. Klassisch, einfach klassisch. Wie auch immer, ich gebe, also somit bin ich so in der Kategorie fast schon rund um die Uhr und wäre dort ausgezeichnet. Also für mich ist das schon durchaus eine Nominierung für den Goldenen Spiele-Pott. Wäre es wert. Aber auf deine Liste setzen. Ne? Ja, virtuell habe ich es jetzt innerlich gerade schon getan, weil es durchaus eins der Spiele ist, die ich gerade Lust hätte, am meisten wieder zu spielen. Von den Spielen, die wir so in dem letzten halben Jahr so gespielt haben. Das liegt sicherlich auch an der netten, kurzen Spieldauer. Das liegt auch sicherlich daran, dass man es überall mit hinnehmen kann und überall, wenn man möchte, dann entsprechend spielen kann. Und es liegt einfach daran, dass es extrem kurzweilig ist und durchaus immer diesen kleinen Nervenkitzel hat, mache ich das jetzt oder nicht? Und eben auch die Frage oftmals im Raum steht, was ist jetzt das Richtige hier und möchte ich vielleicht gleich lieber dann nochmal eine weitere Partie spielen. Also ein Spiel, das wirklich ich für richtig ausgezeichnet gut finde, egal wie klein oder groß es ist etwas, was so wie zum Beispiel auch Bungie, könnte so ein Klassiker werden bei uns, den man immer wieder gerne auf den Tisch bzw. rausholt oder sei es auch nur auf den Tisch des ICEs, wenn man auf Reisen ist und gerade nicht zu holprig unterwegs ist. Also gibt es eine 9. Eine 9, genau. Eine 9. Von 10 möglichen Punkten. Unglaublich, dass wir das noch erleben dürfen. Ja. Bei mir schneidet das Spiel da wieder ein bisschen schlechter ab. Ich sehe es eigentlich so, oder ich sehe es so wie Michaela, für ein Würfelspiel sehr, sehr gut. Um es mit auf Reisen zu nehmen, in den ICE oder in den Flieger oder in den Hangar, wo man auf den Flieger wartet, ja. Da kommt das. Du hast einen Privatflieger. Ja. Cool. Wenn die am Auftanken sind, das dauert immer so lange. Die sind ein bisschen langsam zur Zeit. Mhm. Von daher gibt es als Würfelspiel von mir eine 8. Als sehr gut also. Ein sehr gut, richtig, genau. Und in Relation zu allen anderen Spielen, Brettspielen, Kartenspielen oder sonst was, ein gut, eine 7. Das heißt, ich würde das Spiel sehr gerne nochmal spielen, gerne wieder spielen. Den Sprung ganz in die Top-Kategorie, sei es Spieleport würdig oder definitiv Spieleport erreicht es nicht. Dafür sind mir die Mechanismen doch ein bisschen zu einfach. Und es macht Spaß, es geht schnell, man spielt es gerne nochmal. Für ein Würfelspiel sehr gut. Punkt. Ja, und damit kommen wir eigentlich zu der Frage. Drei Spiele haben wir jetzt getestet. Drei sind nominiert zum Spiel des Jahres, offiziell. Im Juli werden wir wissen, was die Jury sagt. Aber wir können natürlich schon mal unseren Tipp abgeben. A, was glauben wir? Wer wird Spiel des Jahres? Und B, was wäre von diesen dreien für uns? Naja, das Beste und Spiel. Wenn man sich jetzt die letzten drei Podcasts anhört, dann weiß man, dass das schon ein Lobter wird. Ja, aber jetzt kann man ja nochmal relativiert haben, das Ganze nach Monaten. Nee. Aber dann, vielleicht haben wir nicht alle Folgen gehört. Michaela, fängt mal an. Ja, also für mich würde dann auf Platz 3 Hanabi auftauchen. Das habe ich auch am schlechtesten bewertet. Mhm. Dann wäre an zweiter Stelle bei mir Quix und an erster Stelle bei mir Augustus. So war ja auch meine, ich sag mal, Bewertungsrangfolge und so würde ich auch verbleiben. Mir hat Augustus von den drei Spielen, mir ist gerade im Hintergrund ein bisschen schlecht vorbereitet, der Henry, und spielt das Spiel. Ja.
Er hat einfach nur wieder aufgeräumt, was ich sehr gut finde. Also kritisiert bitte nicht. August ist am besten gefallen, auch am meisten Spaß gemacht und auch bei mir den höchsten Wiederspielreiz ausgelöst. Ich glaube, zum Spiel des Jahres, glaube ich fast, würde ich den Tipp abgeben, dass es Quicks werden wird. Okay. Okay, das ist witzig, weil ich habe nämlich ungefähr, also ich glaube, wir gehen alle einher, dass Hanabi auf Platz 3 landet. Aber bei mir landet Quicks auf Platz 1 und Augustus auf Platz 2. Für mich hat eben auch Quicks den allerhöchsten Wiederspielreiz, und weil man auch am schnellsten wieder reinkommt und ist am schnellsten aufgebaut. Also für uns gerade so abends mal eine schnelle Partie zu spielen, eher Quicks als Augustus. Deswegen für mich das die Nummer 1. Aber ich glaube wiederum, dass ich nicht glaube, dass sie sich dass es sich getraut wird, Quicks zum Spiel des Jahres, obwohl es ist ja nominiert worden, von daher könnte es auch sein. Aber ich glaube doch, dass man eher der... großen Packung. Der großen Packung und der hier Industrie schulden wird und wird sagen, okay, wir packen ein bisschen mehr Geld in den Weihnachtsbaum. Ja, wir wissen nicht, was sie betreibt. Bei mir ähnlich, also natürlich die Reihenfolge ist gleich, Hanabi an 3, relativ klar. Dann Quicks und Augustus recht dicht beieinander hinsichtlich des Spielerspielreizes mit einem Vorteil für Quicks. Weil es einfach, ja, sagte ich ja gerade eben schon, für diese kleinen Spiele zwischendurch nahezu am perfekten Spiel finde. Und damit eben für mich auch ein Spiel wert ist, das auch Spiel des Jahres werden könnte. Ob es das nun wirklich wird, ich fände es sehr mutig, wenn es Quicks werden würde. Weil ich glaube auch tatsächlich, dass es das Spiel wäre, was unterm Weihnachtsbaum, weil das muss man ja immer so ein bisschen im Hinterkopf haben, wenn das Oma dem Enkel schenkt, am ehesten dort Freude bereitet und am ehesten dort auch gespielt werden kann. Da könnte ich mir vorstellen, könnte es bei Augustus doch den einen oder anderen Frustmoment geben, weil das doch etwas komplizierter und auch von der Anleitung etwas aufwendiger ist. So, jetzt sind wir live dabei, wie gerade der Pizzaservice kommt. Macht aber nichts. Ich mache hier einfach mal weiter. Bleibt ruhig sitzen. Wir haben alles im Griff. Die Welt geht weiter. Ne? Ich bin erschrocken. Ja, siehst du, es ist nur die Klingel. Haben euch denn die Waffe nicht gereicht? Oh, nee. Deswegen machen wir mal hier... Ja, das kriegen wir auch hin. Also Augustus, wie gesagt, glaube ich daher nicht, dass es das werden würde. Aber natürlich von der Größe der Schachtel ist richtig. Wäre das sicherlich dann vielleicht das, was den Einzelhandel am meisten freut. Mutig und am schönsten fände ich eigentlich, wenn es Quicks werden. Ja, Christian, was meinst du denn? Persönlich in der Reihenfolge erster Platz Augustus, zweiter Platz Quicks und dritter Platz Hanabi. Kam ja auch bei den Rezensionen so rüber, dass mir Augustus sehr gut gefallen hat. Quicks auch gut, aber eben nicht so gut wie Augustus. Hanabi, wie gesagt, hat mich so überhaupt nicht umgehauen. Ich denke allerdings, dass Spiel des Jahres 2013 Hanabi werden. Und das zwar, ist gewagt. Ja, das ist gewagt, aber ich überlege mir, wenn man schon so ein Spiel, ein einfaches Kartenspiel überhaupt mit auf die Liste packt, auf die Empfehlungsliste und nachher auch auf die Nominierungsliste, dann wird es auch Spiel des Jahres werden. An deiner Theorie kann echt was dran sein. Also wenn es so wäre, würde ich aber allen Leuten davon abraten, es zu kaufen, weil sie enttäuscht werden das würden. Das auch, ja. Aber wir werden es sehen. Aber ich gefühlsmäßig glaube ich, Hanabi schafft es. Ich hoffe, dass du nicht recht behältst. Aber es ist schon krass, wie groß der Unterschied ist, ne, wenn man sich die Spiele... Wobei die beiden Hanabi und Quicks sind ja beides zwei kleine Karten... Nein, nicht Kartenspiele, also zwei kleine Spiele und Augustus dagegen. Das ist echt schon ein krasser Unterschied. Tja, wir werden es erleben. Was das Spiel des Jahres wird, wird man dann ja erfahren am 8. Juli. Da werden zumindest das Kennerspiel dann entsprechend bewertet und auch dann bekannt gegeben, wer eben das Spiel des Jahres hat. Deswegen das Kinderspiel wurde, glaube ich, schon am 10. Juni wird das bekannt gegeben. Weihnachtsbaum spricht, das ist auch ein halbes Jahr, da kann noch Geburtstag. Ja, aber bis die dann ihren Pöppel da drauf gedruckt haben. Und da ist auch noch Nikolaus da und all sowas. Ja, Quicks eignet sich tatsächlich auch für Nikolaus. Passt fast in den Schuh. Ja. Was ist denn eure Meinung zum Kennerspiel des Jahres? Genau, wir machen ja keinen Kennerspiel-Podcast mehr, also von daher können wir das gleich anschließen, oder? Ja. In schneller Folge. Ich habe die ja alle für gut befunden. Ich fand sowohl Brügge habe ich ja schon, wobei wir greifen ja der Wertung von Brügge vor, ne? Ja. Den hast du ja noch nicht gesendet. Den nee, aber kommt dann gleich als nächstes. Dann müssen wir auf jeden Fall sagen dazu, dass wir das vorher aufgezeichnet haben, bevor die Kenner-Nominierung. Ja, ja, genau. Da wussten wir schon, es ist gut. Weil ich habe dann nämlich einen neuen ausgezeichnet. Ich habe den nämlich nominiert für den Goldenen Spielepott. Ich fand aber auch Paläste von Carrara habe ich auch sehr gut beurteilt. Und Legenden von Andor haben wir ja schon im Spielepott zukommen lassen. Ja. Von daher könnte ich mich bei den drei Spielen gar nicht entscheiden. Die wären für mich alle. Vielleicht gibt es mal eine Teilung des Preises. Ne? Ich glaube das nicht und ich hoffe, dass Brügge das Kennerspiel des Jahres wird. Weil die hätte ich jetzt gedacht, die Paläste von Carrara. Nee, oder Andor, da warst du auch ein Riesenfan von. Also meine Vermutung ist, dass es Andor wird. Einmal, weil es einfach eine schöne Mischung ist aus
Stimmung und aus Grafik und aus einfach doch ein bisschen was Neues, was da drin ist. Ich glaube, Brügge ist dann doch zu glückslastig dafür. Es macht ja auch sehr viel Spaß, man wird das ja sehen, auch in unserer Rezension. Aber es ist, glaube ich, Andor und Paläste von Carrara fand ich dann doch ein bisschen abfallend dagegen. Also auch wenn ich es nicht ganz so schlecht fand wie das Blümchen, aber es ist trotzdem, finde ich, ein noch ein bisschen beliebigeres Spiel, als es definitiv Andor ist. Also ich würde tippen und wäre auch mein Wunsch und könnte mein Kandidat Andor. Legenden von Andor. Ich denke, Michael Menzel wird auf alle Fälle gewinnen. Entweder als Illustrator von Brücke oder als Autor von Andor. Er kann auch als Illustrator von Legenden von Andor gewinnen. Habe ich doch gerade gesagt. Nee, weil du sagst, er ist Autor von Andor. Das auch. Ja, das hat er auch alles selber gemacht? Ja. Alles selber? Sicher? Ja. Das habe ich jetzt gar nicht mehr Legenden so gemacht. Der packt auch jede Packung selber und bringt die auch selber nach Multitasking zum Käufer. Ja, genau. Ja. Von daher, also ich denke, das wird eins von den beiden Spielen von ihm, in Anführungszeichen, wird das Rennen machen. Ich glaube allerdings, dass Brügge das Rennen machen wird. Andor ist da doch wahrscheinlich ein bisschen zu speziell, sag ich mal, aufgrund des Fantasy-Aspektes. Von daher denke ich, dass Brügge da eher, auch wenn es ums Kinderspiel geht, eher ein bisschen mehr die breite Masse anspricht, rein vom Thema des Spieles, sodass ich denke, Brügge schafft den ersten, wenn es eine Rangfolge gäbe, wäre Andor Nummer 2 und Paläste wäre Nummer 3. Aber ja. Ich finde es auch sehr witzig, wenn Andor es schaffen würde, weil dann wären wir der Vorreiter, ne? Ja. Vielleicht orientieren sie sich auch dran, ne? Genau. Vielleicht hört uns die Spiele. Also wär das cool, werden wir auch jetzt ob sehen. Ob es jemanden gibt in der Spiel des Jahres-Jury, der uns überhaupt hört? Keine Ahnung. Tja, wir werden dann plötzlich wenn es 2013 wird, dann haben wir auch schon wieder recht gehabt. Ja, mal sehen. Vielleicht so, das würde oder wir werden vielleicht. Wir haben ja zwei geteilte Meinungen. Ja, unsere Meinung und das, was die Jury sagt. Ja, aber vielleicht werden wir ja auch mal berufen. Die Jury wird man ja auch mal berufen. Ach, wir sind die Jury? Nee. Ach so. Ich hab noch nicht. Ich dachte, ich hab was aber verpasst. Vielleicht gibt es ja mal einen von uns, der da auch hin darf. Wer weiß, wir stünden bereit. Reisekosten, wenn die übernommen werden, kommen wir auch überall nach Deutschland. Ich glaube, damit sind wir durch. Da haben wir es. Kinderspiel können wir nichts sagen. Im Oktober findet die Spielemesse statt. Ja. Sie können gerne wieder eingeladen werden. Buchen Sie uns. Wir haben noch ein, zwei Slots. Aber auch nur ein, zwei. Ein, zwei, drei Landzeiten. Ja, also auch da gerne früh buchen. Der frühe Vogel und so weiter. Ne? Genau. Buhn ist ja auch Quatsch. Also wir kommen ja kostenlos. Ne? Also wenn Sie einfach mit uns reden wollen, kostenlos. Wenn Sie uns einfach mal sehen wollen, leben, erleben wollen oder uns ein Rezensionsexemplar auf der Messe geben wollen, wir stehen für alles bereit. Kostet auch nichts. Also wir zahlen ja unseren Eintritt selber und wir wollen das. Macht ja alles nur aus Spaß hier. Genau. Und dann werden wir auch sehen, wer dann Spiel des Jahres dort entsprechend groß promotet wird. Ja, hier hast du ja auch wieder tief in die Tasche gegriffen. Ne? Alle drei Spiele selbst gekauft, selbst finanziert. Alle, genau. Mhm. Und zwar beim örtlichen Händler. Ja. Nicht irgendwie über Amazon oder sowas, sondern richtig, support the Local, Local Dealer. Sehr gut. Ja, war sogar in diesem Fall fast das günstigste. Also, Grüße an Gandalf. Der guckt allerdings ein bisschen sparsam, der Verkäufer, als ich das Augustus nahm und sagte, ich hätte geguckt, bei Amazon war es ja noch teurer. Ja. Also, da holt er jetzt ein Preisauszeichen aus. Ja, da war dann doch nicht mehr so. Aber ich habe es ja da einmal gekauft. Du erzählst das denn auch noch? Ja, das war aber nicht ich bin sehr einfach taktisch. Zu ehrlich. Ich wollte ein bisschen Smalltalk machen. Damit er überhaupt eine Daseinsberechtigung ist. Ist ja egal. Ich glaube, wir sind durch. Wir lassen uns überraschen, was passiert. Und dann wünschen wir uns und euch allen erstmal frohes Spiel. Richtig, ja, machen wir hier noch ein schönes Freundschaft. Ganz quicks. Ganz quicks. Bingo. Bei Kanavi gibt es auch einen Spruch. Nee, nee. Feuerwerk. Du siehst das Feuerwerk. Bum. Ja, bumm. Das passt zu Silvester. Das kann man zu Silvester spielen. Ja. Stimmt. Und tschüss. Ja, mitten in der Beispielrunde von Quicks, beziehungsweise wir befinden uns sogar schon im Endspiel. Ein Würfel ist nämlich schon raus, der gelbe. Das liegt daran, dass, wer hat's gemacht? Ich. Der Christian hat's gemacht. Das sieht man hier. Der hat nämlich die gelbe Reihe voll gemacht. 5 waren schon gekreuzt, dann hat er noch die 12 bekommen. Und damit ist der Würfel raus. Wir können alle bei gelb jetzt nichts mehr machen. Und jetzt gucken wir mal, was passiert. Die 3 gilt für alle jetzt, gewürfelt. Mit den weißen Würfeln. Da könnten wir alle jetzt kreuzen, wenn wir wollten. Da ist die Frage, wollen wir denn? Ich will nicht. Ich auch nicht. Nee, bisschen noch pokern. Ja. Weil aber insgesamt kann das Spiel natürlich gleich zu Ende sein, weil sobald also jemand eine Reihe wieder voll macht, wäre dann das Ganze durch. Ich könnte jetzt die 8 ankreuzen bei grün, die 6 bei blau oder die 7 bei blau. Das macht natürlich auch Sinn. Oder die 5 oder die 4 bei rot, das geht, Quatsch, doch, die 5 oder 4 bei rot. Kann ich aber nicht mehr, weil das liegt zu weit links von meinem rechtesten Kreuz, das geht also nicht.
Also muss ich mich entscheiden. Und das, die Gefahr besteht bei Grün, dass Michaela es gleich dicht macht. Ich könnte auch die drei einfach mal pokern. Das mache ich aber lieber nicht. Oder doch? Und das ist immer die große Frage. Weil sie darf jetzt ja ein Weiß mit einem der farbigen kombinieren. Genau, ich kombiniere jetzt den Grün mit dem Weißen. Das sind 8. Ganz kurz, wenn man jetzt eine 3 gekreuzt hätte und in der nächsten Runde kommt die 2, darfst du die 2 setzen, auch wenn du die 6 noch nicht voll hast? Nein, das darfst du nicht. Also man darf die letzte Reihe nur machen, wenn man wirklich davor die 5 stehen hat. Richtig. So, die 4 können wir alle kreuzen, wenn wir wollen. Kannst du auch vernünftig würfeln? Ja. Ey, voll. Riskiere ich das jetzt? Ich riskiere es. Ich kreuze die 4. Ich mache auch die 4 hier. So, und ich kann jetzt noch ein zweites Kreuz machen. Ja, auch nicht. bei. Seid ihr alle langweilig? Gibt's da noch was? Da gibt es eigentlich keine Kombination. Ich musste sowieso das machen, merke ich gerade. Auf 12 Kreuze in einer Reihe. Bei Tja. Grün geht nichts. Und bei Rot muss wäre nur. Kreuze drin haben. Ja, also so gesehen ist tatsächlich sowieso ein Fehlwurf gehabt. Da musst du aber auch voll das musste ich sozusagen machen. Christian. Die Frage, wie viele Punkte man durchschnittlich Christian, mach mal jetzt 12 bitte. Die 6 Nein. gilt für alle. Oh. Das hätte ich doch lieber gerade eben auch gehabt. Lieber. Ah, Mist. Die 6 braucht doch kein Mensch. Doch, ich hätte sie vorher gebraucht. Jetzt kann ich zur Zeit, wie man hier sehen kann, ich darf ja immer nicht nach links in der Zeile gehen. Ich kann keine 6 mehr ankreuzen. Du kannst ja nichts ankreuzen. Also ich mache die selbst wenn ich wollte. 8 in Rot. Mhm. Das ist die hier. Vorher hättest du schon die 6 nehmen müssen. Ja. Wieso mitnehmen müssen? Du musst nur eins von beiden nehmen. Nö, nee, genau. Nein, aber deswegen, eigentlich muss man die Reihenfolge einhalten. Ja, ich mach die 6 auf Blau. Ja. Du machst die 6 auf Blau, warte mal. Dann mach ich, ist das Spiel gleich zu Ende oder nicht? Weiß ich nicht. Aber jetzt wird schon gewürfelt, der Spiel hat sein Recht. Und es wird gewürfelt eine blöde 4 schon wieder hier in Weiß. 4 gilt wieder für alle. Auch hier kann ich wieder nichts nehmen von. Naja, gut. Und die Frage ist, ob du was von den anderen Sachen nehmen kannst. Ich nehme die 4. Wo konntest du denn wieder machen? Bei Blau. Ja, bei Blau. Okay, zeigen wir es nochmal in die Kamera. Da war noch frei. Er durfte nicht nach links gehen, aber nach rechts war noch eine Möglichkeit. Je mehr Würfel man hat in einer Reihe, umso mehr Punkte gibt es. Kann ich auch die 2 nehmen jetzt hier? Nein. Nur die 2? Nein. Oh, wie doof ist das denn? Dann nehme ich die 7 in Blau. Okay. Ja! Eine 11. Ach, Mist. Die nehme ich. Die nehme ich auch. Oder? Oder kann ich die niemals nie nicht voll machen? Ach, egal. Ach, ich hätte jetzt gerne die 10 in Rot und die 11 in Rot auch. Ach, Mist, das geht ja alles gar nicht. Dann nehme ich mal die 10 in Rot. Gibst du mal ganz kurz die Anleitung hin? Natürlich. Was ist hier? Die 11 kann ich leider nicht mitnehmen. Nein, ich nehme die 11. So, da haben wir eine 5. Eine 5 für alle. Eine 5. Ich nehme die 5. Kann ich und nicht die Frage, ob man noch was sonst machen kann. Und da kommt jetzt zum Beispiel zum Tragen, dass ich nichts machen kann. Wenn ich es richtig sehe. Oh. Ich kann nicht mehr, weil ich überall zu weit rechts bin. Blau wäre nur noch die 2 möglich. Bei Grün wäre bei mir nur noch die 3 und die 2 möglich. Das kann ich nicht kombinieren. Und die 12 kriege ich auch nicht zusammen. Also Fehlwurf bei mir. Oh. Minus 5 Punkte. Grand Malheur. Oh, aber es ist zurück zum Papa gekommen. So, die 8 wäre wieder für alle. Jo, nein, die nehme ich. Die nehme ich. Nein, danke. Oh. Oh, das ist aber jetzt sehr ungünstig. Auch bei dir ein Fehlwurf? Dran denken, erst das und dann Entscheidung für das andere. Nee, das, die 8 mache ich schon mal nicht. Okay. Geht und die nicht. Anderen nehme ich auch nicht. Verdammt. Ja. Fehlwurf. Ja, noch lang. 5 lang. Oh, ich hätte gern jetzt eine 2 in Grün. Also 2 Einser. Eine 2 in Blau hätte ich gern. Also noch eine 2. Die das 8 wäre eine für 8 alle. Für alle. Die könnte ich mal in Gelb nehmen. War ein Witz. 8 für alle. Ich habe das zu früh unten zugekreuzt. Ich hätte das gar nicht machen sollen. Die 4 in Grün. Normalerweise geht das schneller. Irgendwie zieht sie es gerade. Findest du? Findest das du? Sehr interessant. Ja. Das ist auch sehr interessant. Krieg ich mal den Fehlwurf. Fehlwurf. Man merkt, man fiebert auch mit den Mitspielern mit, dass sie was Gutes schaffen. Aber nur, weil eben gerade schon mal die Spitze kam aus der Ecke. Ja. Und wenn einer 4 Fehlwürfe hat, dann ist das auch richtig. Die 4. Eine 4. Ich nehme die 4. Bei mir geht sie. Ja, Streber. So. Ich nehme die 7 in Blau. Okay. Da guckt ihr, ne? Ja. Und dann machen wir gleich mal die Runde zu Ende. Mit 3! Ja! Nehme ich auch. Nehme ich
auch. Geht doch, da geht noch was. So, ich habe jetzt und? Drei Reihen mit fünf Kreuzen voll. Oh, Streber. Ich brauche eine 12 oder eine 2. Ich würde wissen, so. Gut, aber ich glaube, man hat. Machen wir nochmal deinen Wurf. Vielleicht haben wir es ja beendet dann irgendwann. Dann wäre es schön. Die 5. Das zieht sich, glaube ich, noch ein bisschen. Ich glaube, man hat es verstanden. Je mehr Kreuz man in einer Reihe dann hat, umso mehr Punkte gibt es am Ende. Und am Ende gewinnt immer das Blümchen. Schauen wir mal. Nein. Ne? Ich nehme die 3. Ja. Aber wir sagen schon mal tschüss.